Der Jungbrunnen ist ein alter Menschheitstraum. Der Traum vom ewigen Leben und die Hoffnung, das Altern anzuhalten und in einem Zustand von jugendlicher Frische zu leben. Das Altern ist zu etwa 30% genetisch bestimmt. Das Erbgut definiert dabei die maximale Lebensspanne, die ein Mensch erwarten darf. Die anderen, ca. 70%, hängen vom Lebensstil ab. Übergewicht, wenig Bewegung, Rauchen oder zu viel Alkohol wirken lebensverkürzend. Aber auch sehr gesund lebende Menschen werden im zunehmenden Alter häufig von Krankheiten getroffen. Am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena liest die Forschung an Stammzellen eine wichtige Erkenntnis zu. Es gibt nicht das eine Gen, das uns altern lässt. Zum Alterungsprozess gehört ein Funktionsverlust der sogenannten Telomere, die die Enden der Chromosomen bilden und diese stabilisieren. Im Laufe des Lebens kommt es im menschlichen Körper zu vielen Zellteilungen, bei denen die Telomere immer kürzer werden und zunehmend ihre Schutzfunktion verlieren. Das führt zu DNA-Schäden, welche die Bildung von Tumoren begünstigen. In Jena forscht der Mediziner und Wissenschaftler Florian Heidel am FLI und am Universitätsklinikum an Blutkrebs. Und hier interessiert uns speziell die Entwicklung neuer Therapieansätze und neuer Behandlungsmöglichkeiten für diese Patienten. Er behandelt zum Beispiel Patienten mit akuter Leukämie, deren Blutstammzellen sich plötzlich und für den Patienten sehr bedrohlich fehlgeleitet vervielfältigen. Die Blutstammzellen für die Forschung an genetisch verursachten Fehlentwicklungen erhält Heidel direkt von Patienten. Statt zum Beispiel nach einem Sturz ledierte und operativ entfernte Hüftknochen zu entsorgen, kann Heidel sie zur Gewinnung von Stammzellen aus dem Knochenmark nutzen. Sein Ziel hierbei ist es, die Ursachen für Mutationen der Stammzellen im Alter zu entdecken. Wenn wir diese Mechanismen, die dazu führen, besser verstehen, dann können wir auch in der Zukunft bessere Therapieoptionen für die Patienten entwickeln.